Oh Leute, ihr seid geistkrank. Fuck. Was geht ab? Onyx wieder. Was geht ab? Onyx wieder hier. Corona-Lockdown, Vlog Nummer 1. Heute geht's Eisschwimmen im Bodensee. Für die Leute, die es noch nicht wissen, ich bin vor 3 Monaten zum Bodensee gezogen. Hinter mir ist er auch schon zu sehen. Und hier ist es irgendwie gang und gäbe, glaube ich, Eisschwimmen zu gehen. Und das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Aber ich glaube, die sind alle geisteskrank hier. Aktuell haben wir irgendwas um die 6 Grad. 6 Grad haben wir, Leute. 6 Grad. Ich weiß nicht, wie kalt das Wasser ist. Das werden wir gleich beim Auschecken. Ich würde sagen, bis gleich. So ein bisschen nervös bin ich ja schon, ne? Wollen wir mal gucken, wie kalt das Wasser wirklich ist. So, Stunde der Wahrheit. What? 8 Grad soll das Wasser sein. Das ist verdammt warm. Aber okay, ist auch der Uferbereich, ne? Und nicht da, wo ich jetzt schwimmen gehe. Aber das reicht für so einen Warmduscher wie mich auf jeden Fall aus. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Tja, also Leute, so wirklich trauen tue ich mich ja nicht. Ich erzähle euch mal von meinem Masterplan. Also mein Masterplan sieht so aus. Ich werde erst bis zu den Waden ins Wasser gehen. Langsam. Dann eine Handvoll auf meine Brust werfen. Und dann wird das ganz schnell gehen. Ich werde so schnell drinnen sein und so schnell wieder draußen sein, Leute. Das könnt ihr mir nicht glauben. Aber ihr werdet es ja sehen. Okay, Leute. Wir schnacken nicht lange. Wir ziehen das jetzt einfach durch. Kinder, es ist jetzt schon kalt. An den Füßen. Schnell, Leute. Leute, ihr seid doch geisteskrank hier. Ihr seid einzigartig und geisteskrank. Ihr seid wirklich... Puls? Was? Puls nur 115? Was ist hier los? Okay, Leute, ich zieh mich mal schnell an. Da geht man einmal Eisbaden und dann kommen direkt die Cops. Ist das zu fassen? Nein, Spaß, die sind nur auf Patrouilletour hier. Ne? Weil Eisbaden ist ja vollkommen erlaubt. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe zwar gerade eben noch gesagt, dass ich es keinem empfehlen würde, aber mittlerweile bin ich schon der Meinung, dass ich es Leuten empfehlen würde, weil es ist einfach belebend, es ist erfrischend, es ist hammergeil. Ich verstehe die Leute hier vollkommen, warum die es machen. Wichtig ist, guckt immer, dass irgendjemand in der Nähe ist. Ich hatte jetzt keinen, den ich kannte dort, aber es waren genug Passanten dort in der Umgebung, die mich im Falle hätten retten können. Und wie wir gesehen haben, kam die Polizei ja auch noch um die Ecke. Das heißt, hier war es jetzt vollkommen safe, aber macht es niemals alleine. Keine coole Idee. Da kann ganz schnell das Herz stehen bleiben oder ähnliches. Ich bin kein Arzt, aber
kann nichts Gutes passieren. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Abonnieren nicht vergessen. Subscribe, subscribe, subscribe. Ich hab's, glaube ich, nicht richtig ausgesprochen. Und bis dann. Ciao. One shot, 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 shot. One chance, 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 chance.